4.020 Euro Reingewinn aus dem Benefiz-Fußballturnier fließen an die Erdbebenopfer in Haiti. Am 21. Februar traten 24 Firmen und Vereinsmannschaften in der Waldorf Astoria Halle an, um die Opfer der Katastrophe zu unterstützen und ganz nebenbei den Pokal zu ergattern. Der Initiator, Hüseyin Abbas von der islamischen Gemeinde Waldorf, zeigte sich mit der Resonanz mehr als zufrieden. Also wir haben ja vor 10 Jahren so ungefähr für die Türkei so ein Fußballturnier gemacht und ich habe gedacht, also wir können auch für die Menschen in Haiti auch was machen. Das heißt, das, was in Haiti passiert ist, ist fast 20-facher größer wie in der Türkei damals. Und ich habe nämlich so eine Möglichkeit gehabt und das wollte ich nämlich ausnutzen für die Menschen in Haiti. Und ich habe nämlich mit der Stadt ausgemacht und die haben mir nämlich in allen Zeiten uns behilflich geworden und natürlich durch die Waldorfer Bevölkerung. Also bis jetzt sind wir eigentlich auch zufrieden, aber wir erwarten die Leute natürlich heute Nachmittag erst zum Mittagessen und heute Nachmittag werden ja auch die anderen Spiele ausgetragen und deswegen denke ich mir also, dass die Halle voll ist heute Nachmittag. Also in der Stadt mit Herrn Steinmann habe ich auch gesprochen, dass die Stadt die Verantwortung übernimmt und die wollen ja ein Projekt in Haiti unterstützen, so wie ich gehört habe. Und die wäre dann wahrscheinlich, denke ich mir, ein Waisenheim oder ein Krankenhaus oder eine Schule, denke ich mir. Ja, als der Herr Abbas auf uns zukam mit der Frage, ob wir da dabei sind, war das klar, dass wir uns dieser Sache anschließen, dass wir unterstützen. Die Unterstützung sieht so aus, dass wir einmal die Halle bereitstellen und auch logistisch und in der Öffentlichkeitsarbeit geholfen haben. Ich denke, das ist eine ganz hervorragende Sache, denn wenn man die Bilder sieht aus Haiti, die ja, obwohl sie jetzt schon 4-5 Wochen alt sind, immer noch im Gedächtnis sind, dann muss man an der Stelle etwas tun. In welcher konkreten Form steht derzeit noch nicht fest, aber ich gehe davon aus, dass diese Mittel, die heute eingespielt werden, in diesen großen Topf mit einfließen. Bilanz des Fußballturniers. DİTİB holte sich den Pokal vor dem FC Astoria und der türkischen Jugendvereinigung. Der Reingewinn von 4.020 Euro wird von der Stadt Waldorf an ein Projekt in Haiti weitergeleitet. Der Betrag setzt sich zusammen aus den Teilnahmegebühren, Spenden in Höhe von 500 Euro, dem Erlös aus dem Essensverkauf sowie den Versteigerungen eines Fußballs mit den Unterschriften der Spieler der TSG Hoffenheim und eines Adlertrikots.